This is how the smoke gets into the whiskey. Das ist Ian. Ian McArthur. Ein ganz normaler, besonderer Typ und eine Legende. Er lebt auf Isla, einer kleinen Scotch-Insel, bekannt für ihre extrem torfigen Whiskys. Diesen Typen mussten wir treffen. Die Überfahrt konnte nicht schnell genug gehen. Wir hatten so viel gehört. Wartet, bis ihr auf Isla seid. Dort werdet ihr Whisky verstehen. Fast wären wir von Bord gesprungen mit dem Rettungsboot und wären vorgefahren, um endlich den rauchig-torfigen Isla-Whisky zu verkosten. Hier waren die Leute überaus freundlich. Jeder winkte jedem zu. Jeder kannte des anderen Namen und Lieblingswhisky. Würden wir hier beim Hersteller des markantesten Vertreters rauchiger Single Malts die Antwort finden, wie der Rauch in den Whisky kommt. Ein gebührender Abschluss unseres Abenteuers. Nagaroon. Hello, my name is Ian McArthur. Welcome to Lagavulin. Lagavulin is over 202 years old. It's an old distillery. Wirklich alt. Angeblich ist Lagavulin eine der ältesten Distillerien auf Isla und bestand ursprünglich wohl aus 10 kleinen illegalen Brennereien. Die Distillerie liegt in einer wunderschönen Bucht am Meer. Hier hatten früher Boote die Gerste angeliefert und den fertigen Whisky abgeholt. Since I was a wee boy, I was cutting peats. I'm not very tall now, but I've been in the whisky trade for 48 years. Oh, 48 wow. Years. I love being here in Lagavulin, and yeah, I love yeah. talking about it yeah. and telling you what good whisky is. Well, in Lagavulin, I'll give you a wee introduction to it, a wee bit. A little introduction to Lagavulin. I like that. And this guy here, since he came, I'm just going to give him a wee drop. Oh, okay. If you like it, I might give you a bit more. All right. Right, yeah. Lagavulin is a peaty and a smoky whisky. Mm-hmm. Are you getting the smoke in the peat? Yeah, it's like a nice smack in the face. It makes you feel happy. Yeah. And the peat, does it also come here from the island? Oh, yes. There's peat bogs out everywhere. We've got enough peat for a long, long time. Okay. Das wollten wir uns genauer ansehen. Are you rolling? Ian nahm uns kurzerhand mit ins Torfmoor und zeigte uns, wie das mit dem Torfstechen so geht. Zuerst standen wir herum, absolut nutzlos. Zwei Großstadttypen, die keine Ahnung hatten, wie diese Schaufeln oder Gabeln funktionierten. Aber der Whisky wollte auch verdient werden. Get this boy to work. Right, come on, boy. All right. He is better at drinking than cutting. Ah, thank you, Ben. Come on, hurry up! Hurry up! Come on! Oh, that's you better take him back, he's useless. Hurry up! Come on! Hurry up! Quick! You cannot get any whiskey unless you go quicker. Hurry up! There you go! You're pretty good at this. Andreas, you should stay here. No, he's no good enough. Yeah! Whoa! Das war also Torf. Und so sieht er aus, wenn er getrocknet ist. Er besteht aus abgestorbenen Pflanzenresten, die sich über Tausende von Jahren gebildet haben. So the grain is actually being smoked with that peat? Yes. Oh, okay. Well, Lagavulin could be maybe 16 hours of the smoke belching through the grain. And that's how you're getting the smokiness and the peatiness. 16 hours of being smoked by peat, right? In heaven, aren't yeah. it? Yeah. I think I would like to sit down for 16 hours in that peat smoke. I think you deserve a dram. Please. Yes. Yes. Cheers. Slangeva. Mother's milk. Lagavulin 16. Torfig, rauchig, intensiv, mit Geschmack nach Lagerfeuer. Stellt euch vor, ihr beißt in ein Stück Kohle und es schmeckt euch. Dazu Noten von Sherrywein, Holz und Vanille. Ein echter Endgegner-Whisky. There you go, don't spill any. Oh my god. Oh. You're not getting any. Okay. Ian, is that how you inspire people about whiskey? No, people only drink whiskey if they like it. Oh, wie recht er hatte. Wir liebten diesen Whisky und hatten somit einen weiteren und letzten Single Malt für unsere ultimative Schottland-Probierbox gefunden. Yes!
Slanje. Slanje. Slanje war. Yeah. Slanje. Was eine abgefahrene Reise. Das war ein richtiges Whisky-Adventure. Absolut, Mann. Ich würde sagen, es ist Zeit für die Tasting-Box. Hier kommen die Schätze rein. Oh. Glenkinchie 12. Der Frühstücks-Whisky. The Singleton of Dufton. Malt Masters Select. Kleinlich 14. Das war ein Akt. Absolut. Talisker Storm. Das raue Klima in der Flasche. Und zum guter Letzt Lagavulin 16. Rauch und Torf. All you need. Yes. Ich glaube, das lässt sich sehen und trinken. Auf das Whisky Adventure. Auf das Whisky Adventure. Ich glaube, wir haben den Geschmack Schottlands in einer Box richtig gut eingefangen. Oh ja, das hatten wir. Was für ein Abenteuer es doch war. Wir waren unterwegs mit Booten, Geländewagen und natürlich viel zu Fuß. Wir bereisten das Land, tranken mit Schafen, tanzten und brachen das Gesetz. Wir besuchten 5 Whisky-Regionen Schottlands und fanden dort 5 großartige Abfüllungen. Waren wir nun richtige Whisky-Experten? Whisky-Nerds? Nein. Wir blieben 2 Abenteurer und eure Drinking Buddies mit nur einer einzigen Mission, Menschen zu inspirieren, besser zu trinken. Slange war. Slange war. Ab damit? Ja. Und was machen wir jetzt? Warte mal. Ich habe da schon eine Idee. Bing bang bong, bing bang ba bong, bing bang bong, bing ba bing bong, bing bang bong, bing bang ba bong. Whisky Adventure. Leute, wirklich, ihr braucht diese geile Probierbox. Hallo, seid ihr noch da? Hab ich was verpasst? Ich hätte nämlich wirklich gern so eine schottische Whiskybox. Hallo? Hey, ihr seid da, ich kann euch hören. Ich hätte gern so eine Whiskybox.